Halleluja. Seht, der König wird kommen, der Herr der Erde. Er selbst wird das Joch der Knechtschaft von mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu, zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie wollten ihn in das Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbahre in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer: Wer ist das, das eine solche Gotteslästerung ausspricht? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh. Ihr sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann auf, vor aller Augen. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht: Heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, solange wir noch im Teil-Lockdown sind und uns die Abendtermine auswärts noch gestrichen sind, wir also mehr Zeit haben am Abend, solange wollen wir auch unsere Glaubensimpulse noch fortsetzen und ein bisschen länger verweilen, was für tägliche Nahrung uns durch das Wort Gottes gereicht wird. Heute sind wir erinnert an den wunderbaren Charakter der Adventzeit. Der geht nämlich vom Dunkeln immer mehr ins Licht. Und das ist etwas, das uns Menschen gut tut. Aus der Dunkelheit, der Gottabgewandtheit der Menschheit, mit allen negativen Auswirkungen, wo eben das Licht des Himmels verdunkelt ist und die Freude genommen ist, aus dem Rufen heraus, dass Gott jetzt da helfen soll und uns ein besseres Leben gewähren soll, immer mehr ins Licht finden. Das ist der Advent. Es brennen schon zwei Kerzen. Es wird heller, je länger wir uns im Gebet versammeln miteinander. Und das wurde ja jetzt in der Lesung heute wunderbar angedeutet. Beim Jesaja, ganze Woche hören wir schon diese Jesaja-Verheißungen vom Messias, vom messianischen Friedensreich, von einer wunderbaren Zeit, die kommen wird. Dieses Aufblühen, das der Jesaja uns heute prophezeit, das ist etwas, was uns auch gleich mit aufleben lässt. Habt ihr es gehört? Prächtig blühen, jauchzen, jubeln. Das ist etwas, was uns momentan ein bisschen abhanden gekommen ist und gut tut, in die Richtung uns auszustrecken. Es ist verheißen, es ist noch vor uns.
dass man wieder in so eine Umgebung, in so eine Atmosphäre des Lebens kommt. Dann, wenn wir die Herrlichkeit Gottes vor Augen bekommen, sagt der Prophet. Übrigens klingt dann gleich die Lähmungsgeschichte des Evangeliums an, wenn sie heißt, macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie fest. Seht her, hier ist euer Gott. Er wird kommen und euch erretten. Diese Demut des Menschen, dass wir endlich unsere ganze Wirklichkeit in den Blick nehmen und bemerken, ohne das Zusammenspiel mit der Geistigkeit Gottes werden wir kein Paradies erschaffen können und finden. Und dann eben mit Gottes Hilfe und hereinkommen werden die Blinden sehend, heißt es für die ganze Wirklichkeit, die Tauben hören, die guten Worte, die frohe Botschaft von gestern, die Lahmen springen, das haben wir heute schon gehört, die Stummen jauchzen auf, uns wird die Sprache wiedergegeben, wenn es uns die Sprache verschlagen hat in den Kreuzen und Bedrohlichkeiten unserer irdischen Welt. Aus der Wüste brechen die Quellen, die Bäche fließen in der Steppe. Kann man gar nicht oft genug sich zusagen lassen, was auf uns wartet, wenn wir den Heiland ankommen lassen bei uns, hereinlassen. Das ist immer diese Vorbedingung. Und enden tut der Jesaja heute mit diesem: Es wird dort einen heiligen Weg geben. Da erinnern wir uns gleich an das Wort der Woche: Bereitet den Weg für den Herrn, ebnet ihm die Straßen. Wir sind in dieser Woche des Wegbereitens für das Ankommen des frohen Botens, des Heilands. Übrigens mit zwei einfachen Bedingungen. Umkehr hat es gestern geheißen, Ausrichtung auf die Gebote Gottes, auf die Ordnung Gottes, neu. Können wir nochmal nachhören, was denn in unserer Zeit alles sichtbar ist, wo wir mit Sicherheit nicht in der Ordnung Gottes gelebt haben oder leben. Also Umkehr zur Ordnung Gottes. Und das zweite, Vergebung aller schuldig gebliebenen Liebe. Die Vergebung empfangen, angedeutet mit dieser Wassertaufe des Johannes. Und dann haben wir einen Weg, auf dem die Gerechten gehen, hat es geheißen, wo keiner mehr unerfahren ist, wo die Befreiten da sind, wo die Sünde genommen ist, denn das ist die eigentliche Knechtschaft von uns Menschen, wo wir gefangen sind in den eigenen Verkehrtheiten und auch Schuldanhäufungen, schuldig gebliebenes Verhalten, das ist unser Gefängnis und Jesus kommt, uns wieder frei zu machen davon. Echte Frohbotschaft. Und damit sind wir beim Evangelium angekommen, wo uns das heute zum ersten Mal jetzt in diesen adventlichen Tagen gesagt wird. Die Tage davor war jetzt nur, dass von Jesus das Heil ausgeht. Alle Kranken, alle Leidenden, hat es mehrmals schon geheißen, bekommen von Jesus eine Zukunft, die gut und heil ist. Heute, wo ihn wieder die Kraft drängt zu heilen, hören wir, dass ein Gelähmter gebracht wird als Sinnbild auch für das, dass wir wie gelähmt sind, solange wir in unseren Sünden stecken. Nicht frei wie ein Kind Gottes hüpfen und tanzen und herumspringen können. Gut, wenn man Freunde hat, die einen zum Heiland bringen, sage ich immer, wenn man selber nicht mehr hinkommt oder hinfindet. Diese vier Männer haben das getan und sie waren sich sicher, dass der Jesus der Heiland ist. Denn sie haben sich nicht abhalten lassen vom Volk. Da müssen wir auch immer aufpassen. Ja, die Volksmeinung ist immer, ja, alles so lassen, wie es ist. Und ja, kein Aufsehen. Sie lassen sie nicht durch. Jeder, der sich bemüht, ernsthafter religiös zu leben, wird immer erfahren, dass da wer da ist, der sagt, jetzt beruhig dich wieder, sei normal. Aber die vier zeigen vor, solange ich
das Heil in einem nicht da ist, müssen wir Wege finden, zum Heiland zu kommen. Vor ihm, das ist ganz richtig gesagt, nicht aus der Ferne ein bisschen wissen, es gibt wo den Heiland. Direkt zu ihm, vor sein Angesicht. Und sie finden einen Weg. Die Kinder freuen sich immer über diese Geschichte, wenn man daran denkt, dass da auf einmal oben die Sprossen weggeräumt werden und dann einer heruntergelassen wird. Da hat man Zeit zu schauen, was denn da jetzt passiert. Passieren tut, dass der Heiland sich mit seiner ganzen Frohbotschaft jetzt offenbart. Er schaut sie an, er sieht ihren Glauben, ihr Vertrauen auf ihn und damit sind alle Bedingungen gegeben. Ihre Gottausrichtung auf Jesus und kann er das schenken, was er wirklich schenken will. Jesus ist nicht der, der jede körperliche Krankheit jetzt wegnimmt von der Erde, aber er ist der, der jeden die Versöhnung seiner schuldig gebliebenen Liebe schenkt und der erfahrenen Lieblosigkeiten. Deine Sünde, deine Abwendung von der Liebe ist dir vergeben, ist heute das große Wort. Das ist ja wunderbar. Frohbotschaft unseres Herrn. Interessant, dass sofort wieder Protest kommt. Und zwar genau von den religiösen Experten, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, genau nach den Geboten zu leben. Sie skandalisieren sich. Sie sagen nicht, schön, dass da jemand aufgebaut wird. Sie sagen, was ist das für eine Gotteslästerung? Heutzutage haben wir das Problem, wenn wir diese Thematik schuldig werden, absondern, vom Geist Gottes sündigen, ansprechen, dass da die Reaktion da ist, wir haben keine Sünden. So viel ist da verdorben worden über Generationen. So ein falscher Sündenbegriff wurde da präsentiert, dass so eine Ablehnung im Volk da ist, da hinzuschauen. Damals hatten sie ein anderes Problem. Da war ihnen klar, dass der Mensch schuldig wird und dass es irgendwie Versöhnung mit Gott braucht. Ihr Problem war, dass sie quasi gesagt haben, kein Mensch kann dem anderen entschulden, nur Gott allein. Da waren sie ja sogar richtig. Nur Jesus zeigt heute, er ist Gott, der uns entschuldet und freispricht. Ihr sollt erkennen, dass ich die Vollmacht habe, hier auf der Erde alle Schuld wegzunehmen. Wir wissen ja dann, wie es tun wird. Wir feiern es gleich in der Heiligen Messe. Wir erleben es gleich wieder mit. Und dann setzt er halt noch diesen Beweis für die, die seinem Wort nicht vertrauen können, glauben können. Er sagt, wer kann diesen Gelähmten wieder aufstehen lassen und heimgehen? Der kann auch in der Vollmacht Gottes die Schuld vergeben. Und er gibt ihnen das Zeichen, dass er Gott mit uns ist. Das Ende ist ein schönes. Der Befreite geht lobpreisend, Gott lobend und preisend heim, heißt es. Er findet in seine Gotteskindschaft, in seine Befreite, Erlöste. Und selbst die Leute sind jetzt so weit, dass sie sagen, Gott ist zu preisen, er hat geholfen, er zeigt sich jetzt mächtig und so etwas kann kein Mensch. Unglaubliches ist geschehen. Unglaublich ist es, wenn Gott die Sünde, und die ist nicht gering in der Welt, wenn man sich umschaut aus dieser verzweifelten Suche, dass man nicht zu kurz kommt, dass Gott das alles einmal versöhnen kann. In Jesus Entscheidendes getan hat. Da sind wir heute angekommen, in unserem Weg ins Licht der Menschwerdung, des Ankommens des Heilands. Was nehmen wir uns mit von all diesen schönen Punkten? Ich würde euch vorschlagen, diese Blickrichtung, wir wollen Jesus erkennen als den, der mich heil macht, der mich auch befreit von dem, was mich jetzt noch innerlich lähmt und meine Gotteskindschaft nicht zur Entfaltung kommen lässt.
Wir wollen erkennen, dass Jesus die Vollmacht hat, mich, uns, jeden frei zu machen. Amen. In kurzer Stille lasst uns hineinhören, welches Wort Gottes uns persönlich anspricht heute. Mensch, ich sage dir, steh auf und geh nach Hause.